Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren OMSI-Folge. OMSI-2-Folge. Wir fahren heute mit dem Citaro Facelift auf Berlin X10, die Linie M19. Können wir das hier mit Schildern? 19 nach Mehringdamm. Jo, dann machen wir das doch so. Okay, funktioniert. Wir fahren die M19 nach Umeringdamm. Ja, das ist unser Gefährt heute. Sieht sehr, sehr schick aus. Im neuen BVG Repaint. Komplett gelb. Ja. Oh, wir setzen an Manfred. Wir haben eine Brille auf. Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob der Drehzahlmesser in echt drin hat oder nicht. Ich habe jetzt hier keinen drin, weil ich den nicht extra eingefügt habe. Weil ich mir, wie gesagt, nicht sicher war. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wisst, ob die in BVG, ob die Facelifts bei der BVG einen Drehzahlmesser dran haben. Wir fahren übrigens Void. Ja. Jetzt sitzen wir hier und warten. Und es ist grün. Ein Kollege. Ganz sachte Gas gegeben. Aber wenn man ganz sachte Gas gibt, dann kommt er echt nach in die Potte. Pötte? Pötte. Potte? Pötte, Pötte. Ja doch. Der Kollege weicht von der Haltestelle. Können wir auch Hallo. gerne nochmal fahren in Doppeldecker. Hallo. Ich meine, wann soll man ihn sonst fahren? Das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit. Und es ist out. Ist noch perfekter. Ach, und die ist auch direkt grün. Passt ja perfekt, dass ich hier hinhalten muss, ne? Wollen nicht rein? Ne. Okay, Kollege fährt. Wir haben, glaube ich, eine extra Busampel, oder? Ja. Ach, das ist eine Abbiegeampel. Okay, wir haben doch keine Busampel.
Kastendamm, Joachim-Friedrich-Straße. Die Autos haben sich verhakt. Fahren wir einfach vorbei. Das passiert leider öfter hier in Berlin. Weil die KI zu blöd ist zum Fahren. Einmal noch mal. Jo, moin. Falsche Sicht, so. Einmal normal bitte. 10 Cent. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Jawohl. Danke schön. Bitte. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Moin. Moin, moin. Eine Kurzstrecke bitte. Mach ich dir. 1,40. 2, 4, 6, 8. 60, bitte. Der Bus ist voll. Jetzt. Ei Karamba, hier passt aber wirklich was rein an Leuten. Ja, jetzt ist aber voll. Also man muss wirklich mit einem großen Bus hier langkommen, sonst kommen nicht alle rein. Doppeldecker oder den braucht man schon, oder einen Gelenkbus. Vielleicht sogar ein Capacity. Könnte man. Ja, können wir auch gerne nochmal fahren auf irgendeiner Metrobuslinie. Das ist kein Thema. Man sieht ja, wie voll das ist. Ich fahre mal hier vorne bis zum Schild. Und wieder eine Menge an Leuten. Hallo, mal gucken, wie viel reingeht. Nicht viel. Mehr nicht. Okay, er will nicht. Penner. Immer die gleichen Kreuzungen irgendwie, ne? Und grün, grün, grün. Kollege. Hier halte ich. Was steht da? Krankenfahrzeuge taxifrei. Ja, super. Die dürfen auf der mittleren Spur parken.
ist das denn jetzt? Ich wusste es. Ich hatte schon das Gefühl, ich werde ihn weggenommen. Und alle wollen raus. Oh nee. Könnte ja wieder eine Stunde dauern. Ja, was soll ich denn machen, ne? Da bin ich nicht rumgekommen. Ja, und jetzt warten wir. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Jawohl. Zwei, drei, 50, bitteschön. So, ich mach mal die sich dann. Bitte. Genau, abgezählt, perfekt. Hallo. Hallo. Einmal bitte Kurzstrecke. Kurzstrecke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte, jawohl. Guten Tag. Guten Tag. X10. Und irgendwas anderes, was ich nicht lesen konnte gerade. Affe. Ist das noch ein 19? Oh. Bist du eine M19? Ja, bist du. Ach, was mache ich denn? Na, was mache ich denn? Noch eine M19. Hallo. Was ist denn hinter uns für ein Bus? Keine Ahnung, irgendein Gelenkbus. Was ist denn so? Da habe ich nicht gebremst. Da vorne halte ich am Schild. Ganz schön dicke Bäume sind hier. Und was macht der da schon wieder? Der steht da immer irgendwie, ne? Einmal normal, bitte. Ich bin mal so frei und habe gerade mal einen Löffel Suppe gegessen. Danke. Bitte schön. Hallo. 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 Weiter geht's. Der will nicht fahren, ne? Ich hol mal schön aus, weil ich habe Angst, den Weg zu rasieren. Wird nicht passieren, aber die Angst war da. Stehen die hier, die Doppeldecker? Schreibt es mal in die Kommentare. Einmal normal, bitte. Jawohl. Hallo. Ah, okay, will keiner mehr. Ich dachte, er wollte jetzt noch einen normalen Fahrschein. Hätte ja sein können, ne?
Fahr. Ja, jetzt. Bus will nicht fahren. Und die heutige Folge? Bus will nicht fahren. Europa Center. Boah, das ist ja aber schwierig. Ja, gut. War zu schnell. Ja, ich fahre anders. Thomas anders. Nur fahre am besten links rüber. Weil sonst ramme ich die Abbieger weg. Ist doch eigentlich voll bescheuert gemacht, die Kreuzung. Da muss man doch voll vorsichtig fahren. Ach so, deswegen kam die andere Ansage, ne? Wittenbergplatz. Alle draußen, ne? Fährt der jetzt auch oder muss ich den Rückwärtsgang einlegen? Ich meine, weit komme ich nicht mehr in den Rückwärtsgang. Mein Bus ist am Rutschen. Und ich habe wohl einen Unfall gebaut. An der linken Seite. Ja, ich bin da. Und wohin jetzt? Keine Ahnung. Dann fahre ich mal hier lang in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich parke einfach hier in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Ja, habe ich selber gemacht, aber passt. Gut. Meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.